Moin, ich bin Marie, ich bin Landwirtin und Agrarwissenschaftlerin und normalerweise setze ich mich vor allem mit Fragen zu den Herausforderungen von Landwirten in der modernen Landwirtschaft auseinander. Heute möchte ich aber mal ganz besonders den Artenschutz in diesem Zusammenhang beleuchten. Und zwar schaue ich mir an, wie es eigentlich den Feldbewohnern mit unserer modernen Landwirtschaft aktuell geht. Und dazu treffe ich verschiedene Experten. Wir fahren von Nord nach Süd in ganz Deutschland und schauen uns mal an und diskutieren, inwiefern die EU-Agrarpolitik da auch eine Verantwortung übernimmt und die Zielkonflikte zwischen Artenschutz, Biodiversität auf der einen Seite und aber auch Ernährungssicherung auf der anderen Seite bewerkstelligt. Den ersten Experten, den ich heute treffe, ist der Dr. Daniel Hoffmann. Er ist Wildbiologe und wir werden uns gleich noch mal genauer unterhalten. Einige Gesetze der letzten Jahre gingen sogar richtig nach hinten los. So wurde zum Beispiel eine Regel eingeführt, bei der man Ackerfläche alle 5 Jahre umpflügen muss, auch wenn auf dieser eine dauerhafte Bodenbedeckung ist. Ansonsten verliert sie ihren Ackerstatus und ist damit viel weniger wert. Damit wird alle 5 Jahre unnötig Lebensraum für Bodenbrüter und Insekten zerstört. Grünland ist ökologisch nämlich schon wertvoller, denn hier haben wir natürlich eine sehr extensive Bewirtschaftung. Das heißt, Arten können sich hier deutlich besser etablieren. Trotzdem kann sich ein Landwirt aber nicht leisten, wenn er Grünland auf einer Fläche mit Ackerstatus hat, den Ackerstatus verfallen zu lassen und es dann Dauergrünland werden zu lassen. Daniel, kennst du denn schon Konzepte bei Landwirten, wo das trotzdem gut funktioniert? Ein normaler Landwirt, der muss ja auch wirklich sich am Ende des Jahres die Frage stellen, mein Betrieb, rechnet er sich oder rechnet er sich nicht mehr? Ne? Das ist ja die grundlegendste Fragestellung, die sich der Bauer zu stellen hat. Und da fehlen ihm oft die Anreize, dass er eben einen zusätzlichen Streifen irgendwo anlegt, dass er eine Hecke anlegt oder auch mal ein Wasserloch irgendwo anlegen kann. Unabhängig davon, dass die Fläche nachher weniger wert ist, aber er bekommt es auch nicht ausreichend bezahlt. Wenn er heute bei den heutigen Weizenpreisen zum Beispiel alle Brachen sein lässt und macht Weizen drauf, dann fährt er auf jeden Fall deutlich besser, weil die Politik auch hier wieder es nicht schafft, zu sagen, okay, unser Ziel, auch politisches Ziel, ist Biodiversität zu schaffen und der Landwirt wird dafür gefördert oder wird von der Gesellschaft dafür bezahlt. Auf rund 20% der gesamten Ackerfläche Deutschlands wird Mais angebaut. Zu großen Teilen für die Biogasgewinnung. Warum denken wir nicht also um und nutzen hauptsächlich Mist, Gülle und andere biologische Abfälle, die in der Biogasanlage vergoren werden, um grüne Energie zu erzeugen und haben damit gleichzeitig mehr Fläche für Nahrungsmittel und Artenschutz zur Verfügung? Innerhalb des Maisschlags ist nicht viel. Da ist Biodiversität kein Thema, weil dort gibt es keine große Biodiversität. Ja, also da stimme ich dir in Teilen auf jeden Fall zu. Wir brauchen den Mais als Grundsubstanz in der Biogasanlage, um eine gewisse Stabilität zu erzeugen. Aber was jetzt aktuell der Fall ist, wir müssen mehr fördern, dass wir Produkte in der Biogasanlage einsetzen, die als Abfall sowieso anfallen und dann in den Kreislauf integriert werden können. Und wenn wir einen Mais brauchen, um die Stabilität zu erzeugen, dann brauchen wir Untersaaten und so weiter. Wir brauchen auch alternative Energiepflanzen, die in die Fruchtfolge integriert werden können. Und vor allem auch, wie du schon sagtest, mehr Winterungen vielleicht, um eben nicht in den Hauptzeiten der Brut- und Setzzeit einzugreifen, in den Boden und in den Bestand. Die Flächenkonkurrenz zwischen grüner Energie und Nahrungsmitteln ist aber nicht das einzige Problem für die Artenvielfalt, sondern auch Neozoen. Um mehr darüber zu erfahren, fahre ich am nächsten Tag nach Mecklenburg-Vorpommern. Ein weiterer bedeutender Grund für den Artenschwund in Feld und Flur sind die sogenannten Prädatoren. Was genau das ist, welche Tierarten dazu zählen und warum die Bejagung dieser so wichtig ist, das frage ich heute einen Experten, und zwar den Berufsjäger Hans-Christian Sierk von der Stiftung Wald und Wild.
Also in dem Bereich, wo wir jetzt hier sind, im Stiftungsrevier, haben wir Vorkommen, die natürlichen, also die eigentlichen Prädatoren wie Baummarder, Fuchs, Dachs, das sind ja unsere heimischen Prädatoren. Dazugekommen sind in den letzten Jahren Neozoen wie Mink, Waschbär, Marderhund, also invasive Arten, die quasi auf unsere schützenswerten Arten einen negativen Einfluss haben. Und warum ist jetzt die Jagd auf diese Tierarten so unerlässlich für den Artenschutz? Also der Prädator ist ja eigentlich der Überbegriff für einen Räuber und das beschreibt eigentlich schon seine Tätigkeit. Er räubert halt Nester und Jungwild aus, also nicht nur im Bereich des Nutzwildes, was wir haben, also sprich Feldhase, Fasan und Rebhuhn, sondern in unseren Bereichen auch ganz intensiv Schwarzstorch, Moorente, Schellente, Eisvogelgelege etc. pp. Und die sind eigentlich gar nicht so richtig darauf eingestellt, dass der Prädator da ist. Zum Beispiel der Waschbär mit seinen Kletterfähigkeiten, die normalen, sag ich mal, Baumbrüter, um das einfach auszudrücken, sind eingestellt auf eine Prädation von einem Marder. Mhm. Das kann die Art verknusen, aber der Waschbär, der geht jede Eiche einzeln hoch und runter und macht die Nester leer. Und da können die Arten einfach gar nicht gegen anproduzieren sozusagen. Ja. Die sind nicht darauf eingestellt, dass dieser Räuber auf sie Einfluss nimmt. Okay, aber war das früher eigentlich auch schon so ein Thema? Was ist denn heute anders als vorher? Also sicherlich war das früher ein Thema, aber wir haben als Menschen stark eingegriffen mit der Tollwutimmunisierung in den 70ern. Und auch dort ist es zu einem massiven Anstieg im Fuchsbesatz sozusagen, sagen wir dazu, gekommen. Und hinzu kommen natürlich jetzt Räuber wie Mink, Waschbär und Marderhund. Die invasiven Arten, die dann schon einen starken Einfluss auf unsere Bodenbrüder hier einfach haben. Und wie bejagst du die? Also was ist da die effektivste Jagdmethode? Also in unserem Bereich ist es definitiv die Fallenjagd. Wir haben hier auf knapp 730 Hektar Fläche, die ich betreue, haben wir aktuell 23 Lebendfangfallen. Werden wir jetzt nochmal aufstocken auf 30. In diesen Fallen haben wir im letzten Jahr 212 Stücke Haarraubwild, Prädatoren gefangen, wovon über die Hälfte den Waschbär ausmacht mit 116. Der ist komplett gefangen, den haben wir nicht irgendwie auf dem Ansitz oder sowas erlegt, sondern die Fallenjagd ist da das probateste Mittel. Ja, deutlich effektiver, ja. Siehst du denn schon eine Veränderung jetzt in den letzten Jahren? Also wir hatten, als ich vor 3,5 Jahren hier angefangen bin, fast kein Niederwild mehr. Und auch wir haben Kiebitzberger Wiese, so heißt sie so schön, da ist kein Kiebitz gewesen. Jetzt mittlerweile sind wir dabei, der Schwarzstorch brütet wieder hier erfolgreich in dem Revier. Wir haben einen massiven Anstieg im Bereich des Feldhasen, sind wieder bei 15 bis 20 Feldhasen pro 100 Hektar. Feldhühner kommen zurück, jetzt vorweg erstmal der Fasan. Neuntilter, Mönchsgrasmücke in den Hecken, alles ist wieder so auf dem aufsteigenden Ast. Die Prädatoren selber profitieren ja auch enorm davon. Also ansonsten kann es ja passieren, dass Krankheiten ausbrechen und sie wirklich elendig daran sterben. Ne? Ja, also in dem Fall muss man tatsächlich sagen, wir bejagen ja nicht nur aus Artenschutzgründen für den Kiebitz und die Feldlerche, sondern eben auch, wir sind sogar vom Gesetz dazu verpflichtet, mit dem Paragraphen der Hege im Bundesjagdgesetz, dass wir einen gesunden, und da liegt dann in dem Moment das Augenmerk drauf, und artenreichen Wildbestand erhalten. Ja. Und im Bereich des Fuchses und der Marderhunde zum Beispiel grassiert immer wieder heftig die Räude, wenn die Bestände zu hoch sind. Und das möchte ich wirklich keinem zumuten. Also die Tiere sind komplett nackt, denen fällt das Fell aus und die sterben einen ganz, ganz jämmerlichen Tod. Das kommt nur, wenn der Besatz einfach zu hoch ist. Ne? Also wir haben, als ich angefangen bin im ersten Jahr, 25 räudige Füchse hier erlegt, 10 räudige Marderhunde. Im letzten Jahr sind 2 gewesen. Also wir sehen sofort, also auch da den Erfolg, dass da sich das einstellt. Und jeder, der Jagd fühlt und Jagd lebt, hat einen freudigen Moment, wenn man einen Rotfuchs sieht. Ein Rotfuchs ist ein ganz edles Tier. Ja. Und das hat der auch nicht verdient einfach. Jetzt noch mal eine kurze Frage zum Naturschutz. Viele Naturschutzverbände fordern ja eigentlich die Abschaffung der Fallenjagd. Wie stehst du dazu? Also an der Basis weiß auch das einfache NABU-Mitglied, dass diese Bejagung unglaublich notwendig ist. Also ich habe genug Bekannte, die im NABU tätig sind, im Naturschutz tätig sind und die ganz erfolgreich Bodenjagd und Baujagd betreiben. Und auch wenn man da mal hinter die Kulissen guckt, gibt es genug Projekte, wo der NABU Fallenjagd und Bodenjagd auch ganz erfolgreich betreibt. Nicht nur die Fallenjagd ist also wichtig für den Artenschutz, sondern auch die Baujagd. Warum ausgerechnet der NABU in Berlin immer wieder fordert, beides abzuschaffen, verstehen nicht mal dessen eigene Mitglieder, die in der Praxis selbst Baujagd betreiben, um seltene Vogelarten zu schützen. Eines davon durften wir dabei begleiten. Jetzt mal um den NABU aufzugreifen oder auch grüne Politik. Das, was an der Basis tatsächlich passiert, ist nicht unbedingt das, was an der Spitze uns dargestellt wird, was angeblich die Basis ausmacht. Fuchs hat eine Daseinsberechtigung, Wolf hat eine Daseinsberechtigung, Luchs hat eine Daseinsberechtigung. Das ist alles richtig. Und wenn man über Flächen redet wie Grönland,
Ja, oder Kanada, dann kann ich auch von Gleichgewichten reden. Leider reden wir nicht über solche Flächen, sondern wir reden über eine Kulturlandschaft. Der Fuchs ist durchaus hier also ein Letalfaktor für alles. Es gibt also ganz viele Studien, die untersuchen, wie viel Eier, wie viel Gelege überleben, wie viel Jungvögel schlüpfen und wie viel Jungvögel Flügge werden. Und ein großer Letalfaktor ist Gelegeprädation in der Nacht. Und Gelegeprädation in der Nacht findet nicht durch Rabenvögel statt, sondern tatsächlich vorwiegend durch Fuchs, Marderhund, Dachs, Waschbär. Wir sind in einem Teil von Küstenvogelgebieten. Also solche Küstenvogelgebiete sind ganz vielfältig. Das können Inseln sein, das können Halbinseln sein, das können Salzgraswiesen sein. Ich finde, es ist schön, dass wir uns in offenen Landschaften bewegen. Bei der Großtrappe ist man zu übergegangen, Flächen zu zäunen. Das kann man machen, um eine Art lokal erstmal zu pushen. Aber es kann ja nicht Ziel sein für gesamte Landschaften. Und ich finde, man muss solche Dinge entwickeln in der freien Landschaft. Und diese Küstenvogelgebiete, wie wir hier sind, wir sind heute auf der Insel Kos, da vorne sind die Kamendorfer Wiesen. Das sind vielfältige Inseln oder wie gesagt Halbinseln, Sandhaken und so weiter, die tatsächlich wertvolle Brutgebiete sind. Säbelschneber, Kiebitz, Brandgans, Austernfischer. Es gibt ganz viele Arten, die davon profitieren, von dem, was wir heute hier machen. Wir versuchen es mit der Falle, wir versuchen es mit Pfeilen, wir versuchen es mit allen Möglichkeiten. Letztendlich, und das zeigt das Ergebnis heute hier, ist Baujagd ein ganz probates Mittel. Es ist erlaubt, es ist gesetzlich gestattet, ein ganz probates Mittel, um hier effektiv im Grunde genommen zu einer ganz wichtigen Zeit den Beutegreiferdruck zum Schluss rauszunehmen. Ich habe jetzt also verstanden, dass Artenschutz nicht ohne die Bejagung von Raubwild funktioniert. Aber haben das auch andere Menschen verstanden? Oder warum tut sich die Öffentlichkeit scheinbar so schwer, darüber zu sprechen? Das will ich vom Chef der Stiftung Wald und Wild wissen. So, nachdem ich mir jetzt also das Prädatorenmanagement angeschaut habe und auch die Bedeutung dessen erfahren habe, sitze ich jetzt hier mit dem Stiftungschef Dr. Florian Asche. Hallo. Moin, moin. Moin. Ja, erklären Sie doch mal kurz, warum ist es eigentlich so schwierig, gerade diese jagdlichen Inhalte der Stiftung nach außen hin zu vermitteln? Es ist eigentlich gar nicht so schwierig, wenn es um konstruktive Tätigkeiten geht. Wenn wir Hecken pflanzen, wenn wir Biotope wieder vernässen, wenn wir Streuobstwiesen pflanzen, dann ist das für jeden von außen Kommenden sofort erkennbar, dass das was Gutes ist. Es macht die Umwelt schöner, es bietet einen Lebensraum für Insekten, für Kleintiere, für Wildtiere und. Schwierig wird es immer dann, und da tut sich die Jagd insgesamt schwer, wenn es darum geht, Wildtiere zu töten, aus welchem Grund auch immer. Erleben Sie da eine gewisse Veränderung? Waren diese Erkenntnisse schon früher zu beobachten oder hat sich da jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten etwas verändert in der Gesellschaft? Der Umgang mit dem Tod war für den Menschen der zurückliegenden Jahrzehnte viel, viel einfacher. Das begann schon damit, dass ein Großteil der Bevölkerung in der Landwirtschaft arbeitete. Schauen Sie, heute arbeiten, wenn wir ganz, ganz mutig zugreifen, ungefähr so 2% in der Landwirtschaft und ja, in den verbundenen Menschen. Berufen. Ja. Das ist doch klar, dass die restlichen 98% damit relativ wenig anfangen können. Wenn Sie allerdings auf einem Hof aufwachsen oder aber zumindest auf einem Dorf und da kommt dann der Hausschlachter, und das ganze Dorf, die ganze Jugend läuft zusammen und guckt dazu, dann haben sie eine viel, viel einfache Zugänglichkeit zum großen Kreislauf des Lebens, geboren zu werden, aufzuwachsen und schließlich zu sterben. Das Interesse vieler Menschen ist ja weiterhin da, auch für die Natur. Allerdings steht ja auch oft im Raum, dass die Natur sich komplett selber reguliert, dass der Mensch nicht eingreifen muss. Was entgegnen Sie diesen Menschen? Ja, das mag vielleicht gelten für Systeme völlig ohne Menschen. Wobei man eins sagen muss, es gibt ja dieses, neudeutsch würde man jetzt von Narrativ sprechen, dieses Narrativ vom ökologischen Gleichgewicht. Und ganz ernsthaft, ich halte das für eine der ganz großen Schwindeleien. Ein ökologisches Gleichgewicht gibt es nicht und hat es im Übrigen noch nie gegeben. Die Natur schöpft ihre Gleichgewichtlichkeit aus Aufwachsen, Vorwachsen, Kulminieren und zugrunde gehen.
Das sehen Sie bei Wildbeständen, das sehen Sie bei Pflanzenbeständen. Dass es immer so ein ausgeklügeltes, austariertes System gibt, bei dem alles im Einklang ist, das findet so nicht statt. Wenn Sie mich allerdings fragen, was der Mensch in einem solchen Zusammenhang zu suchen hat, dann muss man wohl sagen, in dem Moment, als der Mensch anfing, die Landschaft zu kultivieren zu seinem Zweck, da ist das Problem von Wildtieren in dieser Landschaft, die im Einklang mit den Bedürfnissen auch des Menschen leben, das ist da entstanden und ist auch nicht ohne weiteres zu reparieren, wenn man die Natur, die eigentlich keine Natur mehr ist, sich selbst überlässt. Was Sie jetzt angesprochen haben, das wäre ja eine Kulturlandschaft, bei der man glaubt, menschliche Eingriffe nur in dem Bereich der Jagd und des Artenschutzes vermeiden zu können. Das wird nicht klappen. Und ich kann das, glaube ich, auch belegen. Schauen Sie sich so etwas an wie die Großtrappe in Brandenburg. Diese Tierart ist ohnehin schon sehr, sehr selten. Trotzdem hat sich der Bestand in den letzten Jahrzehnten verdreifacht. Das wäre niemals gelungen ohne einen starken Eingriff in die Beutegreifer und eine Sicherung zum Beispiel der Brutflächen. Wir müssen akzeptieren, dass dort, wo wir Kulturlandschaft haben, der Mensch nun einmal da ist. Und der ja auch erst einmal Lebensräume geschaffen hat durch eine Landnutzung. Ob sie intensiv oder extensiv ist, das steht jetzt mal außen vor. Aber trotzdem ja auch neue Ökosysteme geschaffen hat. Ja, so ist es. Wenn wir zum Beispiel uns umdrehen und über diese wunderschöne Wiese schauen und über das Schilf und hinter uns den Waldrand sehen, dann muss man sagen, in dem Urzustand, den wir in Deutschland normalerweise hätten, würden wir das alles nicht sehen, weil das alles kompletto Waldbestanden wäre. Die Schönheit, einen Horizont zu erleben und den Blick schweifen zu lassen, von der Offenlandschaft über Gewässer bis hin zum Wald, die ist erst möglich und erlebbar geworden durch den Menschen als Kulturbringer und durch diese Kulturlandschaft, die er geschaffen hat. Die Kommunikation dieser Themen ist also schwierig, aber lasst uns doch mal konstruktiv werden und nach Lösungsansätzen suchen. Dazu mache ich mich jetzt auf den Weg nach Süden, um mit Landwirten zu sprechen, die schon seit einigen Jahren verschiedene Artenschutzmaßnahmen umsetzen, was bereits großen Erfolg erzielt. Wildbiologe Daniel sammle ich unterwegs ein. Daniel und ich befinden uns jetzt hier im Nördlinger Ries bei der Familie Zellinger, einem konventionellen landwirtschaftlichen Betrieb. Und wir stehen jetzt hier mitten in so einer Beetlebank. Daniel, erklär mir doch mal kurz, was genau ist diese Beetlebank und was bringt das letztendlich für den Artenschutz? Also die Beetlebank oder Insektenwall auf Deutsch wird sie häufiger genannt, ist im Prinzip nur ein aufgepflügter Wall, den wir hier am Feldrand oder auch mitten in den Feldern anlegen, um eine artenreiche Kulturlandschaft zu fördern. Durch diese Waldstruktur, das hat man in England schon viele Jahre, Jahrzehnte sogar erforscht, haben wir einen unheimlichen Gewinn für Insekten, insbesondere auch für die bodenlebenden Insekten, für die überwinternden Insekten. Und wir haben hier mit unserem Projekt 2020 begonnen, mit Familie Zellinger zusammen, und haben insgesamt fast ein Dutzend dieser Beetlebanks angelegt und haben auch intensive Untersuchungen gemacht zur Insektenvielfalt, haben festgestellt, das hat sich innerhalb von wenigen Jahren, haben sich die Insekten vervielfacht auf diesen Flächen. Wir haben auch eine sehr hohe Nützlingsdichte, also zum Beispiel die Laufkäfer, die dann als in der biologischen Schädlingsbekämpfung eine wesentliche Rolle spielen können. Wir haben die Vogelkunde betrachtet, haben zum Beispiel bei der Feldlerche 65% Zuwachs innerhalb von kurzer Zeit erreicht. Wir haben beim Feldhasen eine Verdopplung der Besitzer erreicht, unter anderem natürlich mit vielen anderen Faktoren zusammen. Aber es fiel immer alles zusammen mit diesen Beetlebanks, sodass ich glaube, dass das auf kleiner Fläche, egal welcher Betrieb das ist, ob konventionell oder biologisch, dass wir solche Dinge brauchen, um nachhaltig auch wirklich eine artenreiche Kulturlandschaft wiederherzustellen. Hi Markus. Hallo.
Markus, du bewirtschaftest hier insgesamt 120 Hektar. 20 Hektar sind davon Eigentum. Und hast 5%, sprich 1 Hektar von diesen 20 Hektar Eigentum hergegeben, um aktiv Artenschutz zu betreiben. Ja. Wie kam es dazu und ja, was waren deine Beweggründe letztendlich? Eigentum verpflichtet, Eigentum ist Verantwortung. Und durch das, dass ich auf die Jagd gehe und auch Jäger bin, habe ich an Dr. Daniel kennengelernt und habe mir das angehört mit dieser Biedelbank und das hat mir gut gefallen und habe das dann für ihn angelegt, wo dann die Studenten von Weiß Stefan und Riesdorf ihren Master drüber geschrieben haben und das hat mich einfach inspiriert und hat mir gut gefallen. Vor allem für die Artenvielfalt. Mhm. Bekommst du das denn jetzt ausreichend auch entschädigt finanziell? Oder bist du da in einem Programm drin? Oder wie läuft das jetzt? Ja, also bisher war das alles freiwillig. Und jetzt seit diesem Jahr, seit 2023, kann man das im Kulturlandschaftsprogramm fördern lassen. Pro Hektar 800 Euro, was natürlich viel zu wenig ist. Aber Dr. Hoffmann hat mit seiner Mannschaft das zu Wege gebracht, dass es zumindest im Kulturlandschaftsprogramm gefördert wird. Wir wollten natürlich mehr Geld, weil der Aufwand pro Hektar mehrere tausend Euro sind. Ja, aber wenigstens sind wir im Kulturlandschaftsprogramm jetzt drin. Ja, immerhin das. Also ich komme ja aus NRW und bei uns gibt es das tatsächlich noch nicht. Beetlebanks haben da noch gar keinen Stellenwert. Aber ich hoffe, dass das letztendlich auch in den anderen Bundesländern mal irgendwann ankommt. Denn ich bin auch Landwirtin, auch konventionelle Landwirtin. Und wir suchen jetzt im Moment nach Stellschrauben, wie wir besseren Artenschutz, auch aktiveren Artenschutz betreiben können, anstatt einfach nur pauschal eine Fläche stillzulegen und darauf nichts zu machen. Ja, das Problem ist, jeder redet nur von Artenvielfalt, von rette die Bienen und keiner macht was. Und darum habe ich gesagt, ich mache der Vorreiter und wir schauen mal, was rauskommt. Und wir sind alle begeistert. Alle Besucher, die zu mir kommen und das anschauen, sagen, ist super Sache. Aber es fehlt halt jetzt noch Umsetzung. Wir brauchen noch andere Landwirte und Idealisten, die sagen, mache ich einfach. Dank der Beetlebanks hat sich bei den Zellingers eine der höchsten Rebhuhndichten in ganz Bayern etabliert. Heute leben hier mehr als 200 Rebhühner auf 500 Hektar. Das Rebhuhn gilt übrigens als Königsdisziplin im Feldvogelschutz, da es Ganzjahresbiotope und viele Insekten braucht. Was bei Zellingers im Kleinen gelingt, funktioniert auf Gut Hardegg in Niederösterreich im Großen. Zum Schluss meiner Reise bin ich mit dem Eigentümer verabredet. Er ist Landwirt, Winzer, Imker und in ganz Österreich bekannt als Artenschützer. In den Medien wird es sehr häufig so dargestellt, dass Ernährungssicherung mit hohen Erträgen und gesunden Lebensmitteln auf der einen Seite und Artenschutz auf der anderen Seite überhaupt nicht zu vereinen ist. Hier in Niederösterreich bin ich heute auf Gut Hardegg bei Maximilian Hardegg. Und du betreibst hier sehr intensive Artenschutzprogramme, ein vielfältiges Paket aus diversen Maßnahmen und betreibst aber trotzdem konventionell sehr erfolgreich und wirtschaftlich Landwirtschaft. Wie funktioniert das genau? Was für Maßnahmen fährst du da? Ja, für uns ist das einfach kein Gegensatz. Wir wollen einfach hier gut Landwirtschaft betreiben, aber auch nicht auf Kosten der Natur, sondern im Gleichklang mit der Natur. Und mein Erfolg definiert sich eigentlich nur, wenn wir auch eine hohe Artenvielfalt haben. Wir haben hier ein Vier-Säulen-Modell entwickelt, mit dem wir das schaffen. Und das Auge des Jägers ist ganz besonders bedeutend, weil die Jagd eigentlich die Institution ist, die auf dieses Gleichgewicht schaut. Und warum uns das hier gelingt, ist wahrscheinlich, weil es ein wertvolles Stück Natur ist, aber wahrscheinlich auch, weil wir in der Familien-DNA, der Betrieb ist ja schon seit vielen Generationen in unserem Familienbesitz, weil das einfach von Generation zu Generation weitergetragen wird und jede Generation erfindet irgendwas Neues dazu. Aber die Kontinuität, dass wir einfach eine hohe Artenvielfalt wollen, die bleibt. So ist es natürlich auch sehr, für mich sehr aufbauend und hoffentlich auch für alle, die mit mir arbeiten, dass wir hier auf Gut Hardegg seltene Vogelarten vermehren können und damit auch andere Gebiete wieder besiedeln können. Auch eine schöne, eine noble Aufgabe. Die Vögel haben wir hier ganz besonders herausgepickt aus der Fülle der Natur, weil wir einfach der Meinung sind, dass sie sehr gute Zeugen sind und auch Zeiger sind für dieses hochwertige Gleichgewicht, das wir suchen. Ein Freund von mir hat mir einmal gesagt, die Singvögel hier bei uns sind unbestechlich, nicht? Ich kann die nicht manipulieren, die sind da oder sie sind nicht da. Und das ist ein positiver Antrieb.
So, das ist jetzt eine eurer Tränken, die ihr angelegt habt. Genau, das ist eine unserer Tränken und das ist unglaublich, was wir da an Kaulquappen drinnen haben. Was? Ja. Ja, auch den Tieren bietet es dann wieder neues Habitat. Absolut. Ne? Und die Tränken sind ganz wichtig, weil es einfach sehr trocken ist hier, nicht? Und die Turteldauben lieben die Tränken, also alle Wildvögel, Bienen, auch unsere Honigbienen brauchen 25 bis 30 Liter Wasser pro Bienenvolk. Und so gesehen haben wir mit diesen kleinen, und das ist ganz erstaunlich, dass da jetzt so viele Kaulquappen drin sind. Ja. Ja. Was aber ist das Besondere an Gut Hardegg? Ich frage noch einmal den Wildbiologen, dessen Augen leuchten, wenn er auf diesen Betrieb zu sprechen kommt. Ja, wir haben ja in den letzten Jahren ganz viele Berichte darüber gehört, was alles schlechter geworden ist. Und es ist ja auch so. Ne? Wir haben 30-80% Insekten verloren. Da sind ganz bekannte Beispiele die Wildbienen, da sind die die Schmetterlinge sind weniger geworden. Wir haben die Vogelfauna auf der einen Seite, wo wir über Monitorings wissen, dass wir bis zu 50%, manche Arten noch viel mehr in den letzten Jahren in Mitteleuropa verloren haben. Und dann kommen wir in so ein Gebiet wie hier auf Gut Hardegg, wo mit Randstreifen, mit Beetlebanks und so weiter, mit vielen anderen Maßnahmen einfach gezeigt wird, dass es funktioniert. Dass wir auch in einer hochproduktiven Landschaft wunderbaren Artenschutz und Biodiversität schaffen können. Dazu gehört dann auch das Thema Prädatorenmanagement, weil das Braunkehlchen in so einer Fläche hat nicht die Überlebenschance, wenn wir Waschbären züchten oder Füchse in dieser Landschaft schützen. Das funktioniert dann eben nicht mehr. Und auch setzt die Politik nicht die richtigen Anreize für den Landwirt oder für den Bewirtschafter generell, dass das mit effizienten Maßnahmen einfach beides gefördert wird, sowohl die Produktion als auch die Biodiversität. Und es muss einfach in die Köpfe, dass Biodiversität ein Gut ist, das auch eine Einnahmequelle irgendwo darstellen muss auf die lange Sicht. Und dann kämen wir sicherlich auch zu viel mehr Biodiversität. Wir müssen es schaffen, in Mitteleuropa, mindestens aber in Deutschland, in Österreich, über Mosaike möglichst flächendeckend solche strukturreichen Gebiete zu schaffen, dass wir dauerhaft und in nennenswertem Umfang unsere Artenvielfalt in der Feldflur erhalten können. Strukturwandel ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, wir haben jetzt in den letzten Tagen gesehen, dass der Strukturwandel in der Landwirtschaft auf jeden Fall dazu beigetragen hat, dass Arten zurückgegangen sind. Dass wir aber mit vielen kleinen Stellschrauben, seien es Blühflächen, Beetlebanks, Tränken und so weiter, die Arten wieder etablieren können. Wir haben die Turteltaube gesehen, was mich wirklich beeindruckt hat. Aber auch kleinste Lebewesen wie Spinnen, Käfer und so weiter, die auch ackerbaulichen sehr großen Vorteil und Nutzen für den Landwirt mit sich bringen. Aber das Ganze muss eben auch finanziell gestützt und entschädigt werden. Und das muss eben bei der Politik ankommen, aber auch bei den Medien, die darüber berichten müssen und das große Ganze in die Öffentlichkeit tragen müssen. Also ich als Landwirtin bin jetzt auf jeden Fall überzeugt, nehme hier ganz viel Inspiration mit nach Hause und setze auch demnächst schon mal einige Maßnahmen auf dem Betrieb, vielleicht ja auch mit deiner Hilfe zusammen um. Und es hat einfach nochmal gezeigt, wie viel Verantwortung wir als Menschen auch für unsere Ökosysteme, für die Artenvielfalt tragen und was für ein großer Hebel die Landwirtschaft dabei auch einfach ist. Und dass wir ein aktives Dazutun brauchen, um Arten zu fördern, um sie zu erhalten, um der Natur Angebote zu machen. Und es nicht reicht, einfach die Natur sich selbst zu überlassen.